Guten Morgen, mein Name ist Thorsten Klinge. Ich hoffe, Sie sehen alle meinen Bildschirm, der etwas sehr, sehr bekannt daherkommt. Wir starten dann sofort mit der Präsentation. Ich habe, da wir heute nur eine Stunde Zeit haben, auf sämtliche PowerPoints etc. verzichtet und möchte mich sofort in die Live-Präsentation stürzen. Und zu der heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich möchte mit einer Frage beginnen, ja, die sich eigentlich die ganze Community sicherlich auch stellt. Warum ist das Thema grafische Oberfläche nach 25 Jahren, die wir uns damit beschäftigen, immer noch nicht abschließend gelöst? Warum gibt es nicht mittlerweile eine allgemeingültige Lösung, die dieses Problem endgültig aus der Welt schafft? Die Antworten darauf sind mannigfaltig. Sicherlich eine der passenden Antworten ist, weil schlicht und ergreifend die Voraussetzungen noch nicht da waren. Das heißt, die Softwaretechnologien und die Rechenleistung noch nicht in der Vergangenheit vorhanden waren, um aus Tausenden von Screens eine einheitliche grafische Oberfläche zu machen. Und so haben wir ganz viele Lösungen gefunden oder erstellt innerhalb der letzten 25 Jahre, die eigentlich hauptsächlich daraus bestehen, dass man eine andersartige Emulation hat und bestimmte Bildschirme sich dann vornimmt und diese Bildschirme dann veredelt, anreichert, und auch weiterentwickelt. Das beantwortet aber nicht die Frage. Letztendlich bringt dieses Screen-by-Screen-Design einen sehr, sehr hohen Arbeitsaufwand, und zwar nicht nur in der ersten Erstellung, was schon unangenehm genug ist, sondern natürlich auch in der täglichen Wartung. Denn schon während diese Screens modernisiert und erstellt werden, dreht die Welt sich ja weiter. Das heißt, unsere IBM-i-Programmierer verändern Programme, fügen neue Programme hinzu, nehmen Anpassungen vor, und die müssen alle abgesichert durch ein eigenes Projektmanagement dann von den UI Leuten auch nachgezogen und gepflegt werden, bevor man ausliefern kann. Also wir bremsen eigentlich auch den Rollout-Zyklus. Wir brauchen zusätzliche Qualitätssicherungen und wir haben einen gewaltigen Arbeitsaufwand, um mehrere tausend Screens zu modernisieren. Warum reite ich immer auf diesen mehreren tausend Screens rum? Letztendlich, wenn wir über 30 bis 50 Screens reden, das können Sie eigentlich so mit so ziemlich jedem Werkzeug machen, was heute am Markt existiert. Das funktioniert zuverlässig, das bietet Ihnen eine gute Performance und ist auch vom Zeitaufwand übersichtlich. Allerdings, wenn wir über 30 bis 50 Screens reden, dann reden wir auch über einen Arbeitsaufwand, der im Bereich Neuentwicklung dieser Screens vielleicht viel besser angelegt ist, weil wir dann natürlich auch auf modernere Architekturen aufbauen können, auf alternative Datenquellen zugreifen können. Und all das wollen wir nicht unbedingt tun mit mehreren tausend Screens. Dafür brauchen wir eine zentrale Lösung. Die ML hat sich 2017 dieses Thema nochmal ganz neu aufgeschnürt und hat begonnen, das automatisierte GUI zu entwickeln. Und das möchte ich Ihnen heute vorstellen. Was Sie hier im Moment sehen, ist nur eine kurze Vorstellung unserer Beispielapplikation, auf der wir uns bewegen werden, um Ihnen mal exemplarisch zu zeigen, was denn da alles so möglich ist, wie es gehandhabt wird, wie ist der Aufwand, wie sind die benötigten Skills. Das ist ja auch etwas sehr Wichtiges. Und wir haben im Grunde genommen drei Themen in der UI-Modernisierung und innerhalb dieser drei Themen haben wir drei Aufgaben. Und die sind eigentlich immer gleich. Die drei Themen sind Menü, das sehen wir hier gerade vor uns. Das zweite Thema ist Subfile, und zwar auf- und zugeklappte. Und das dritte Thema ist natürlich, die Detailformate zu modernisieren. Innerhalb dieser drei Themen müssen wir drei Dinge bewerkstelligen. Wir müssen das Design ändern, das Look, aber auch das Feel. Damit kommen wir schon zur zweiten Aufgabe, die wir haben. Wir müssen das Bedienparadigma ändern.
Solange wir User, die nie mit einer Greenscreen-Applikation oder ähnlichem gearbeitet haben, einweisen müssen, wie sie denn die F16-Taste zu drücken haben, bewegen wir uns nicht innerhalb des weltweit allgemein etablierten und akzeptierten Bedienparadigmas. Und das wird uns immer Probleme bringen. Das wird uns immer Kritik einbringen, gegen die wir uns wehren müssen. Und es verlangsamt natürlich auch Schulungs-, Einarbeitungsprozesse, erhöht die Fehleranfälligkeit. Wenn wir über Return on Investment reden, dürfen wir nicht nur darüber reden, wo sparen wir Geld in der Entwicklung. Darüber haben wir ja gerade geredet. Wenn wir es schaffen, mit einem einzigen Ansatz tausende Screens zu modernisieren, sparen wir natürlich auch eine Menge Entwicklungszeit. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie generieren wir Return on Investment aus User-Sicht? Wie machen wir den User schneller? Wie machen wir ihn produktiver? Wie sorgen wir dafür, dass weniger Fehler entstehen? Das, was Sie hier eben gerade gesehen haben, ist das, was üblicherweise als erster Schritt der Modernisierung propagiert wird, ja, bei aktuellen Werkzeugen. Da wird also gesagt, ja, das ist eine modernere Version. Da kann man unten mit den F-Tasten noch was machen, dass die irgendwie ein bisschen bunter sind oder auch auf der linken Seite oder oben erscheinen. Das ist aber, damit ist eigentlich keine der Aufgaben erfüllt. Ja. Dritte Aufgabe, die hatte ich gerade noch vergessen zu erwähnen, ist natürlich die Anreicherung und die Weiterentwicklung von Applikationen. Denn wir wollen ja letztendlich auch Wert der Applikation hinzufügen und nicht nur das Design, das Bedienparadigma ändern. Ganz wichtig ist, dass auch Wert hinzugefügt wird. Das ist keine Modernisierung, was wir hier sehen. Ja, also ich werde jetzt auch nicht versuchen, Ihnen zu sagen, ja, das ist ja moderner und das läuft vielleicht sogar auch im Browser oder auf einem Smartphone. Es ist schlicht und ergreifend keine Modernisierung. Es ist eine Emulation, eine alternative Emulation, die dann ja eventuell auch auf einer anderen Plattform oder im Browser läuft. Wenn wir mal uns dann einen fertig designten Screen anschauen, sieht der zwar toll aus, aber die Qualitätslücke zwischen diesen on the fly Modernisierungsansatz und der tatsächlich designten Oberfläche von einzelnen Screens, der ist einfach zu groß. Deswegen haben wir dazwischen etwas geschaffen und das ist das Advanced on the Fly oder AutoGUI. Wenn wir das hier aktivieren und einfach mal einen Refresh provozieren, dann wandelt sich dieser Bildschirm in diese Form. Das heißt, wir können uns hier das Original auch nochmal anschauen. Als Entwickler können wir das. Ja, da sehen wir, das ist vorher, nachher. Also wir haben jetzt dieses Kacheldesign. Das kann man natürlich auch in der Baumstruktur machen, wenn man das möchte. Wir haben die F-Tasten umgewandelt hier oben in echte Buttons. Keine Sorge, Sie können immer noch Shift F4 drücken, wenn Sie F16 haben wollen. Das funktioniert nach wie vor. Alle Tastatur Anschläge funktionieren nach wie vor. Das ist auch etwas ganz Wichtiges, um die vorhandenen User auch mitzunehmen. Und wir haben unseren Header modernisiert. So wie der da oben steht, haben wir jetzt einen moderneren Header. So, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal in dieses Menü. Warum sind jetzt einige dieser Kacheln anders gefärbt als andere? Warum tauchen hier Bilder auf? Und dazu zeige ich Ihnen einfach mal das Administrationswerkzeug für das AutoGUI. Und wenn wir das mal kurz öffnen, dann haben wir hier einen Bereich Tile Images. Und das ist auch genau das Prinzip. Wir hinterlegen hier unsere Definitionen, können also hierher gehen und diese Definition dahingehend ändern, dass wir sagen, der Typ, auf den wir reagieren wollen, ist entweder Text, Option oder Default. Wenn der Text beinhaltet, ist gleich oder startet mit dem Begriff User, das ist case-insensitive, also nicht wundern, wird Groß- und Kleinschreibung gleich behandelt, dann möchten wir das User-JPEG, das liegt in einem zugeordneten Verzeichnis. Dann möchten wir das User-JPEG auf der Kachel haben. Die Hintergrundfarbe soll hellgrau sein und die Font-Color soll grau sein. Breite und Höhe lassen wir auf 0. Das heißt, die wird dann aus dem sogenannten Default genommen.
Ja, den Default sehen wir hier. Der ist also so definiert, dass wir im Hintergrund die Farbe Highlight haben. Das ist eine Systemfarbe. Das wäre das hier, dieses Blau. Das passt sich also auch den gewählten Farben des Users auf dem System an, wenn Sie das wollen. Und die Font Color soll weiß sein und die Standardbreite und Höhe unserer Kacheln ist 300, 200. Das funktioniert jetzt auf jedem Menü Ihrer IBMI, auf der dieses System läuft. Das bedeutet, wenn wir jetzt beispielsweise mal ins Systemmenü gehen, Sie erinnern sich, F16, Systemmenü, dann sehen wir hier die Umsetzung des Systemmenüs. Hier kommt der Begriff User vor, also haben wir eine andere Darstellung. Alle anderen bleiben in der Standard-Kacheldarstellung und haben einfach nur Beschriftung. Sie können hier natürlich auch dann ein Standard-Bild hinzufügen. Aber Sie sehen, dass das Sign-Off zum Beispiel rot ist mit diesem speziellen Sign-Off-Bild. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier einen Eintrag haben. Wenn die Option gleich 90 ist, dann nimmt das Sign-Off PNG, Hintergrundfarbe rot, Fontfarbe Default, ja, da ändert sich nichts und Größe und Breite bleiben auch. Und so haben wir jetzt unser ganzes Menü definiert. Jetzt können wir uns vorhangeln und können sagen, für bestimmte Bereiche ändern wir jetzt die Kachelgröße, Farbe, die Fontfarbe. Und Sie sehen, jetzt können wir durch die ganzen Menüs eigentlich schon komplett spazieren gehen. Ja, hier kommt wieder der Begriff User vor und haben unser ganzes Menü eigentlich schon fertig. Ja, das hängt damit zusammen, dass das AutoGUI in der Lage ist, den Bildschirm zu analysieren und feststellt, dieser Bildschirm ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Menü und dann diesen Menümodernisierungsalgorithmus einsetzt. Ja, sollten Sie abweichende Regeln haben für die Menüdarstellung, können Sie in dem Open Source Teil des AutoGUI diese Menüeinstellung auch anpassen oder zum Beispiel von unseren Spezialisten auch anpassen lassen, ja, was in den meisten Fällen, zumindest wenn man ein Projekt startet, auch sehr ratsam und sinnvoll erscheint. Gehen wir mal zu unserem nächsten Thema. Ich überspringe mal die Subfiles, weil die sind so interessant, dass ich mir die gern bis zum Ende aufsparen würde und schauen wir uns mal diesen kleinen Dialog an. Der sieht im Original eigentlich so aus. Ja, wenn wir hier mal jetzt ein Bild vorgehen, dann sehen wir hier passieren mehrere Dinge in der automatischen GUIsierung. Ja, nach einem festen Regelwerk, was überall greift, haben wir auch hier die F-Tasten oben in der Leiste. Die Leiste können Sie auch nach links, rechts oder unten machen, wie Sie das wünschen. Wir haben den Header modernisiert. Der sieht also auch anders aus. Die Informationen sind anders angeordnet. Und wir haben innerhalb der eingabefähigen Felder und der Labels bereits Modifizierungen vorgenommen, die auch nach einem Standard definiert sind. Die erste Modifikation, die Sie hier sehen, ist, dass er uns hier auf die Telefonnummer ein anderes Control erzeugt hat. Ja, wenn wir also hier drauf drücken, das ist ein sogenanntes Phone Edit. Und warum hat er das erzeugt? Das kann mehrere Gründe haben, die wir Ihnen jetzt gleich erläutern werden. Einer der Gründe ist, der erste Schritt ist, dass AutoGUI arbeitet contentabhängig. Das heißt, wenn in diesem Feld eine nach unserer Definition gültige Telefonnummer steht, wird ein Phone Edit erzeugt. Und wenn wir zum Beispiel eine TAPI-Unterstützung aktiviert hätten auf diesem Rechner, dann würden wir jetzt sofort einen Anruf initiieren. Aber wir sehen noch einiges mehr. Wir sehen, dass das führende Label umgestaltet ist und so einen Reverse-Status hat und einen Farbwechsel hat mit dem eingabefähigen Feld. Das hängt damit zusammen, dass wir das Auge bewusst von der Labelbeschriftung zu dem Inhalt leiten. Auch dieses kann natürlich alles angepasst werden. Fonts können geändert werden, Farben können geändert werden, etc. Alles zentral an einer Stelle oder auch abhängig davon, in welchem Mandanten Sie sich bewegen oder in welchem Programmteil Sie sich bewegen. Interessant ist aber auch,
dass wir hier ein Bild haben. Und wenn wir mal ein Vorgehen, dann sehen Sie, dann ändert sich dieses Bild auch. Und wir haben hier so einen Document Viewer. Ja. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie werden denn diese aktiviert? Diese Dokumente liegen auch in einem Verzeichnis, das heißt einfach 1, 2 oder 3 oder 5, heißt also wie die Kundennummer. Aber warum wird hier dieses passende Bild angezeigt und warum werden die passenden Dokumente angezeigt im Dokumentenviewer? Auch das nehmen Sie hier ganz einfach vor im Bereich Field Extensions. Da sehen Sie hier diese zwei Beispiele. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Lassen Sie mich dazu ein bisschen ausholen, um Ihnen zu erläutern, warum er uns genau an dieser Stelle diese Dinge anzeigt. Bislang hat man bei den meisten existierenden Werkzeugen eigentlich nur die Möglichkeit, den Bildschirminhalt zu lesen oder das, was zum Beispiel das RPGOA liefert, wobei das RPGOA meiner Meinung nach auch gern überschätzt wird oder auch nicht richtig dargestellt wird, liefert ja nur Feldinhalte. Liefert also noch nicht mal die Labels drumherum. Ja. Und daraus können wir natürlich relativ wenig Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wir wissen eigentlich zu wenig über den Bildschirm, um ihn wirklich effektiv modernisieren zu können. Und was wir hier machen können, wir reagieren auf das Display-File und wir reagieren sogar auf das basierende Physical oder Logical-File über die Ref-Field. Funktionalität. Und das ist natürlich eine Technologie, die extreme Auswirkungen hat, wo Sie mit ganz geringem Aufwand ganz viel nützliche Dinge tun können. Wenn wir uns nämlich hier mal in unsere Jobinfo reinbegeben, dann sehen Sie, dass wir hier zur Laufzeit aufgrund eines vorab gelaufenen Analysezyklus die vollumfängliche Information unseres am Bildschirm befindlichen Display-Files haben. Das bedeutet, wir wissen, momentan ist das Feld Cast-ID anwesend. Ja, das ist der Name innerhalb des Display-Files und dieses Cast-ID basiert eigentlich auf der Referenz zu dem Feld Cast-ID ohne Unterstrich im Record-Format Cast-FM. Im File CASPF der Library ML Demo. Das heißt, wir wissen ganz genau, was haben wir am Bildschirm und wir können in unserer Modernisierung darauf reagieren, indem wir in unserem Auto-GUI-Konfigurator sagen, wenn CAST-ID anwesend ist auf dem aktuellen Bildschirm als Reference Field, Display File Field, Inhalt des führenden Labels, auch das können wir abprüfen, Inhalt des nachfolgenden Labels zu dem Eingabefeld, dann soll er bestimmte Dinge tun. Dann soll er zum Beispiel die Field Extension, also die Anreicherung, Document durchführen und die Anreicherung Picture durchführen. Der können Sie jetzt noch ein paar Parameter übergeben, dass der weiß, wo findet er denn die Informationen. Mache das mal so. Wo findet er denn die Informationen? Ja, das sind also Globalvariablen, Customer Documents, das sind also die Angaben, wo das Directory liegt. In Pictures sind auch die Angaben, wo das Directory liegt. Das verwalten Sie nämlich alles für alle Ihre User zentral auf einem einzigen Server. Und da können Sie es auch ändern und für jeden vorgeben, sodass da keine Überschneidungen stattfinden. Zumindest keine, die nicht gewollt sind. Das bedeutet, wenn wir diese, halt, jetzt habe ich die weggemacht, wenn wir diese Definition einmalig vornehmen, dann wird überall in allen unseren Applikationen, wo diese Cast-ID auftaucht, automatisch und sofort das Bild und die Dokumente angezeigt werden. Nicht nur auf den Bildschirmen, die heute schon existieren, sondern natürlich auch zukünftig auf den Bildschirmen, die wir neu erstellen oder zu denen wir diese Cast-ID hinzufügen. Das ist also vollautomatisch, dynamisch zur Laufzeit sofort erweitert. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf unsere Applikation. Mit einem einmaligen Aufwand haben wir hier einen großen Modernisierungsaufwand. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Wenn wir also zum Beispiel sagen, wir wollen immer, wenn dieses Cast-ID, halt, da wollte ich jetzt noch gar nicht hin,
Immer wenn dieses Cast-ID auftaucht, gehen wir mal in einen anderen Bildschirm. Da haben wir es auch mal in anderer Form gemacht. Ja. Schauen wir mal. Oh, den habe ich jetzt zugemacht. Das wollte ich auch gar nicht. So, Sie sehen, dass hier haben wir auch diese Cast-ID an Bord. Und hier vorne haben wir so einen Lupen-Button. Ja, den können Sie auch dahinter legen oder darüber legen. Wir haben uns jetzt mal dafür entschieden. Und wenn wir mal hier in die Feldtypen reingucken, dann haben wir hier mal die Definition gemacht. Wenn cast.no im führenden Label vorkommt, dann ändere den Typ in eine Edit Selection oder in einen Toggle Switch oder URL Edit für Websites, in eine Checkbox etc. In dem Fall nehmen wir einen Edit Selection Button. Der soll auf der Basis SQL folgenden Select ausführen, nämlich Select Stern vom Cast. Das Keyfeld dieser Datenmenge ist die Cast-ID, also der Inhalt der Cast-ID soll dann hier ins Eingabefeld übertragen werden. Und damit wir uns noch einen Arbeitsschritt mehr sparen, setzen wir den Action Key direkt auf Enter. Ja, also hier können Sie alle üblichen F-Keys eingeben. In dem Fall nehmen wir aber Enter. Das bedeutet, überall, wo in einem führenden Label cast.no auftaucht, taucht jetzt auf allen Screens, die wir haben, dieser Suchbutton auf. Ja, und wenn wir da mal draufklicken, dann geht hier sofort ein Suchfenster auf. Dieses Suchfenster hat mannigfaltige Möglichkeiten, Daten zu suchen. Ja, hier können wir mal über alle Felder suchen. ERTE, ah, da haben wir natürlich keinen. ERTZ haben wir aber, weil wir haben irgendwo die Herzstraße. Sehen Sie, dann filtert er uns diese Suche sofort zusammen. Das Ganze auch in einer tollen Geschwindigkeit. Und wenn wir dann hier jetzt auf OK drücken, dann muss ich nur vorher mal noch hier auf Update stellen. Ja, und wenn wir jetzt hier auf OK drücken oder einen Doppelklick machen, eins von beiden, dann trägt er uns sofort die Nummer 6 in dieses Feld ein und sendet sofort eine Datenfreigabe hinterher. Das ist eine Mini-Automatisierung, die dann in den nächsten Bildschirm geht, der früher mal so aussah. Und hier greifen wieder unsere Algorithmen. Das heißt, das Feld Cast-ID ist auf dem Bildschirm vorhanden. Bedeutet, es wird sofort das Bild angezeigt und es wird sofort der Document Viewer angezeigt, der die passenden Dokumente zeigt. Aber wir sehen noch einige mehr. Ich hatte Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass wir auch content-orientiert modernisieren. Das bedeutet, wenn ein gültiges Datum in einem Feld steht, legt er sofort einen sogenannten Date Picker an. Ja, und Sie können sofort hier auswählen, welches Datum Sie haben wollen mit diesem Datumscontrol. Hier haben wir wieder die Modernisierung auf den Content von der Telefonnummer und der Mobilfunknummer. Auch das könnten wir natürlich so angeben, dass wir sagen, immer wenn, Sie erinnern sich an unsere Jobinfo, ja, immer wenn wir hierher gehen und finden das Feld Phone als Display File Field oder wir finden das Feld Phone als Referenzfeld, dann lege uns bitte sofort ein Phone Edit an. Wir können sogar sagen, wenn der Teilbegriff Phone in der Field Text Description vorkommt, dann lege uns sofort ein Phone Edit an. Also sehr zentral administrierbar. Ja, wir sehen hier auch sehr genau, welche Dateien er noch offen hat. Da können wir auch mal reinschauen. Ja, wir sehen also, dieses Physical File ist momentan offen und wir können sogar schauen, auf welchem Record steht denn unser, in dem Fall RPG-Programm gerade. Ja, welcher Record wird von unserem RPG-Programm gegriffen? Das bedeutet, wir könnten jetzt sofort aus diesem Record, der aktuell geöffnet ist, mehr Felder auf den Bildschirm bringen. Aber dazu bräuchten wir unseren Formdesigner. Dazu werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen. Wenn doch, dann zeige ich Ihnen das sehr gerne. Ansonsten kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie mal auf unseren YouTube-Channel gehen, ja, und sich da die
ganzen Tutorials angucken. Da gibt es nämlich eine große Anzahl von YouTube-Videos, wo diese Einzelbereiche ganz deutlich gezeigt werden, zu denen wir heute nicht kommen werden. So, hier haben wir noch etwas anderes, eine Modernisierung auch auf einem führenden Label. Wenn hier also Yes, No steht, in Klammern mit Slash getrennt, oder IO oder SN für See und No, dann machen uns doch bitte hier sofort ein Toggle-Switch. Sie können das auch gerne als Checkbox machen, wenn Sie das wollen. Wenn er im nachfolgenden Label ein Konstrukt hat, Wert ist gleich Beschreibung, Wert ist gleich Beschreibung, dann macht doch bitte uns sofort so eine Lookup-Kombo draus. Das haben wir in dem Bildschirm davor schon gesehen. Ja, hier haben wir nämlich die gleiche Konstellation. Müssen wir uns also gar nicht drum kümmern. Und können das sogar sofort testen, wenn wir ein neues Display-File erzeugen, uns an diese Regel halten, die dann innerhalb unserer Entwicklungsmannschaft ebenso festgelegt ist. Wenn wir uns an diese Regel halten, haben wir sofort eine derartige grafische Oberfläche. Natürlich geben wir diese Regel nicht strikt vor. Ich hoffe, das ist Ihnen schon klar geworden, dass ich das ausreichend genau erklärt habe. Diese Regeln sind in einem Open-Source-Framework verankert. Das bedeutet, wenn Sie eine andere Regel haben der Darstellung, dann macht es sicherlich Sinn, dass wir Ihnen zeigen oder das auch für Sie durchführen, dass das Auto-GUI auf Ihre Regeln reagiert und Ihnen genehme alternative Darstellung anfertigt von Ihrer Oberfläche. So, das war jetzt mal so ein grober Überblick über das Auto-GUI in den Bereichen Menü und Dialog. Sie erinnern sich daran, dass wir auf diese zwei Themen ja zwei, drei Aufgaben jeweils zu erfüllen hatten. Ja, die erste Aufgabe war, wir müssen das Design ändern. Die zweite Aufgabe war, wir müssen das Bedienparadigma ändern. Wir können jetzt also so arbeiten, wie es ein üblicher User einer grafischen Oberfläche gewohnt ist. Natürlich funktioniert das alles ganz hervorragend auf Touchscreens. Ja, dafür sind ja diese Kacheln mal erfunden worden, dass wir mit einem Fingertipp diesen Menüpunkt aktivieren können, alternativ mit einem Mausklick, statt die Nummer hier unten ins Feld einzutragen und dann Enter zu drücken. Das ist vor allen Dingen natürlich auf Tablets und Mobilgeräten sehr, sehr unschön, weil ja immer diese Bildschirmtastatur dafür geöffnet werden muss, die uns dann wieder eigentlich relevante Inhalte überblendet. Das ist ein Wechselspiel, was nicht so viel Spaß macht. Deswegen möchte man mit einem Fingertipp diesen Menüpunkt auslösen und genau das haben wir jetzt erreicht.